Heil sein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rex-Najuch. Eine wichtige Frage, die sich für ein gutes Leben stellt, ist: Welche Bedeutung hat dein Leben? Oder wie kannst du deinem Leben Bedeutung geben? Und ich komme immer mehr zu dem Ergebnis, dass es keine Bedeutung gibt. Die einzige Bedeutung, die ganz sicher immer da ist, ist die, dass das Leben da ist. Alles andere kann man tun, muss man nicht tun. Ich persönlich mag es, wenn ich Dingen eine Bedeutung gebe. Aber die Dinge sind, was sie sind. Dinge. Und sie haben per se keine Bedeutung. Sie bekommen eine, wenn ich sie ihnen gebe. Und damit komme ich zu einer sehr alten, tatsächlich physikalischen Regel. Also sie stammt aus der Physik. Die Information entsteht beim Empfänger. Ich kann dir also viele Sätze sagen und hoffen, dass du sie genau so verstehst, wie ich sie meine. Und trotzdem ist es sehr gut möglich, dass ich überhaupt keinen Einfluss darauf habe, wie du mich verstehst. Dazu bräuchte ich dein Feedback. Dazu bräuchte ich ein Gespräch mit dir, einen Dialog, der in diesem Podcast gar nicht möglich ist. Also kann ich nur hoffen, dass du die Informationen, die ich dir anbiete, so hörst, wie ich sie meine und dass die Bedeutung, die du dazu entwickelst, wertvoll genug sind, dass sie dich tragen. Und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Viele Menschen möchten ein bedeutsames Leben führen. Und die Frage ist dann immer, was gibt denn diesem Leben eine Bedeutsamkeit, die auch dann noch da ist, wenn ich nicht mehr da bin? Und eine Form ist, Bücher zu schreiben, Kinder zu machen, ein Haus zu bauen. Das sind alles wahrscheinliche Dinge, die länger da sind als der Mensch, der sie erschaffen hat. Und dann stellt sich die nächste Frage, ist das die Bedeutung, um die es geht? Ist nicht das, was dem Leben Bedeutung gibt, unser Miteinander? Ist nicht das, was Bedeutung erschafft, ein Moment, in dem wir uns die Ruhe nehmen oder die Achtsamkeit schenken, uns gut zu unterhalten, wachsam zu sein, auszutauschen, was wir denken, selbst wenn wir nicht derselben Meinung sind, also uns zu begegnen. Und alles, was ich neurowissenschaftlich weiß, was ich evolutionsbiologisch weiß, spricht diese Sprache. Alles, was lebt, ist auf den Kontakt ausgerichtet, indem man sich austauscht und gemeinsam durch dieses Leben bewegt, das so ist, wie es ist. Mit Höhen und Tiefen und jeder Menge Herausforderungen und Überraschungen. Und ich hoffe sehr, dass es dir gelingt, wenn du dir dieses Thema mitnimmst und es vielleicht ein paar Tage in dir bewegst, dass du zu dem Ergebnis kommen kannst, ja, ich habe viele Ziele gehabt, ich habe viele Begegnungen gehabt und oft sind Überraschungen entstanden, die mich haben Umwege gehen lassen. Und jeder Umweg war es wert, weil mir dort andere Menschen begegnet sind, andere gute Gespräche begegnet sind, sodass ich zurückschaue auf ein reiches Leben, reich an Begegnung und reich an Austausch. Denn auch das ist eine physikalische Regel. Information geht nicht verloren, aber sie verändert sich. Und das ist für mich so eine der ganz einfachen Formen, wie man über sich hinauswachsen kann und wie man das auch ohne Anstrengung hinbekommt.